Mach nochmal. Sehr geil. Wer von euch zwei möchte den Vlog eröffnen? Ja. Genau, so viel dazu. So, herzlich willkommen zu unserem Vlog. Wir fahren jetzt nach Schweig. Bis später. Was haben wir gestern established? Dass egal welche Altersgrenze, du voll mit dabei bist. Ja, bestliebliche Mütter, oder? Ja, ich glaube, das habt ihr falsch verstanden. Ich glaube, das haben wir absolut richtig verstanden. Nee. Blonde Mütter, meldet euch beim Nikolaus. Der nimmt euch. Nikolaus, denkst du, du wirst heute Tore schießen? Ich werde ein paar Tore schießen, glaube ich, heute. Beim Mädchenfußball? Beim Mädchenfußball. Immer noch Winter. Wir müssen uns jetzt noch ins Bad rein sneaken, weil wir beide noch Halle machen müssen. Achso. Wir sind in Schweig, in einer richtig coolen Halle, nur die scheiß Umkleidekabinen werden saniert, weshalb Hofmann und ich uns jetzt die Haare unterm Waschtisch machen können. Ja. Gehen wir auch zurück? Ab nach Köthen. Willst du was zu essen kaufen? Oder? Ich brauch nicht, ne? Ich brauch auch nichts. Hofmann! Heute mal gefastet. Ja, schallert später mehr. Oh yeah! Smart! Hofmann, wie viele Tore schießt du heute beim Mädchenfußball? Ja, heute ist hier Mädchenfußball, stand draußen am Ortseingang. Ja, besser wär's, wenn hier Mädchenfußball wäre. Alles Ü18 natürlich, hey, komm, nicht schon wieder so denken, Nikolaus. Warte mal. Das ist aus der Schwanerei. Wie viele Tore fallen heute beim Mädchenfußball? Alle. Alle? Alle Tore fallen heute beim Mädchenfußball. Sehr gut. Also, Hofmann hat immer seinen Föhn dabei, weil er seine Haare machen muss. Komm, mach du zuerst. Ja, aber ihr könnt doch gleichzeitig. Ja, ich muss meine Haare nass machen. Ja, mach. Nee. Haare nass machen. Du kannst doch im Klo deine Haare nass machen. Ja, sicher. Gib mir mal mein Handtuch. Das ist kalt. Ja, es ist kalt. Okay, warte. Ich muss erstmal gucken, ob alles nass ist. Ah, okay. Ah, fuck, ich hab meinen Kamm vergessen in der Tasche. Der ist eigentlich wichtig, aber ist jetzt egal. Hast du keinen? Gut gemacht, Max. Die Wasserperlen dürfen nicht runtertropfen. So, das ist Step 2. So trocken müssen die Haare wieder sein. Digga, was eine Perle. Du wirst sehr viel Spaß haben, das Ganze zurechtzuschneiden. Das kann ich dir gleich. Schau dir das nicht an. Doch. Oh, doch. Er lernt es an, Kato. Zwischen Zeit ist der Preis. Achtung, Notfall! Ja. Der Kamm! Okay, jetzt wichtig. Hier. Ja, das war's schon. Jetzt noch kurz Föhn. So. Schritt 5, den Föhn weglegen. Schritt 6, Max, eurer Wahl. Das ist jetzt hier ein grünes. Jetzt einfach wie immer lustig. Oh, guck mal, hier ist noch der Stempel von 089 war. Richtig? Jetzt durch die Haare gehen, das war's schon. 3 Stunden später. Und zack, bin ich ready für den Club und fürs Spiel davor. Sagst du, damit kriegt man safe and shire? Ziel ist Gewinn. Das war's mit dem Tutorial. Das mache ich eigentlich nie, aber jetzt für Vorzeigeffekt. Schritt 7, Haarspray. Das ist aber eigentlich überbewertet und nicht gut für die Haare. Ja, oh, das ist gut. Wie Roman. 3 am Stück hier. Bisschen mehr Fokus, Zeit angewöhnen und ja, scheiße. Nicht nur von dir, Licht, die von allen. Alarm auf.
Die Kamera aus! Reporter hier! Aber am Anfang war es ein bisschen viel Ausschlagfehler. Wir haben gesehen, sobald wir ein bisschen die Ausschläge rüberbekommen, die unter Druck setzen, dann wisst ihr nicht mehr, was die machen sollen, okay? Aber das müssen wir weiter so machen. Wenn wir da einbrechen, dann wird es schwer, okay? Okay. Natürlich habe ich drauf. Mietfrei! Geil, Nikolai!
Inasu! Was ist los? Das ist das Feuer, was wir brauchen! Weiter! Ich bin genau so weiter, wie es jetzt läuft. Nicht mehr auf den Feuer, ich nur noch ohne gemacht. Nicht weil der Licht geht. Wir spielen jetzt zu Ende und wir gewinnen jetzt auf unsere Hand! Das, was der Max hat! Süßabin! Für alles, was darüber kommt. Wir müssen jetzt jeden Scheißball reiten. Block nichts Wildes machen, okay? Nur Fokus. Einfach gerade. Die Defense einfach ready sein, okay? Mach ich Bombe oder mach ich Bombe? Ja, Bombe. Aufschläge waren nix, ich mit Bier. 3 January vorbei. Max, Mama, das ist jetzt ein kaltes Halbes auch. MVP! Sehr schön, hübscher. Du brauchst gar nicht so lachen, du bist auch hübsch. Ja, auf geht's! Süßes Mobil! Ja, mach's selbst! Im vierten Satz war auch so einmal, wo ich mich halt voll aufgeregt habe. Erzähle ich jedem in der Auszeit, die Schiedsrichter sind scheiße, regt euch nicht drüber über die auf und dann mach ich's selber. Ja. Aber am Ende, im Endeffekt, ja, ich war also wahrscheinlich die, bei dem einen Ballwechsel, die zwei Bälle, die haben mir wahrscheinlich den MVP gebracht, weil ich fand's nicht schlecht. Aber ich fand jetzt auch, dass der Rest von der Mannschaft echt gut gemacht hat. Ich glaube, wir haben es generell einfach gut gemacht. Ja. Da warst du. Ich fand, dass jeder halt einfach solide gemacht hat. Und wenn jeder Angreifer gut ist, dann ist halt der Zuschauer ja, genau. Wahrscheinlich dann wahrscheinlich. Name. Die letztjährigen Volleyball-Saison habe ich meine erste rote Karte gekriegt, weil ich mich mit dem Schiedsrichter unterhalten habe. Wie bescheuert ist das? Ist das eine Kiste, oder? Ja, ey. Guck mal, ob meine Kontaktlinse rausgefallen ist jetzt. Nee, ist drin.
Was ist jetzt? Sieger der Herzen. Ich war doch absolut scheiße. Der Hochmax musste hier intervenieren. Regensburg 3-0 gegen Dachau. Was heißt das? Amberg 3-2 gegen Magrebitz. Was? Was? Oelsnitz 3-2 Albestadt. Mühldorf 3-0 in MTV. Ja. Regionalliga hier, willkommen. Auf den Sieg. Auf die Frau, die wir niemals haben werden. Sagt mein Onkel immer. Ja, beim letzten Pass habe ich die auch hochgeführt, die Linie runter. Du hast da so gut reingekommen. Ich habe mir vorgenommen, ich habe eben gesagt, gib mir die Ball oder lass es sein. Ja, so war ich beim Aufschlag, deswegen habe ich es rausgeht. Dein eigener Elbow. Also mein Fitness in meine Eier. Wie machst du denn? Nein! Das raus! Ja! Ja! Wie geil! Fun Fact, wir haben noch nie getrunken bis jetzt. Ist auf Twitch übertragen worden, haben wir vergessen auszumachen. Nice. Sehr wichtig. Sind die Zuschauer hochgegangen? Ja, das läuft. Wie war das? Sind die Zuschauer hochgegangen? Oh, Zuschauer ja. Ich muss einfach den Stream ändern. Ich muss die Beschreibung ändern und sagen, SV Schweig 2 gegen DSK München aus 2. Lucky Boy. Guter Britscher, Max. Guter Britscher. Als ob. Mit mir. Nein, müssen wir außen rum. Natürlich müssen wir außen rum. Digga. Du musst einmal beim ganzen Packers laufen. Oh, das, oh, das ist heftig. Schalter links. Ja, super. Ich bin ehrlich. Die haben sogar Föhne für den Hofmax. Ihr könnt so eine Dame in die Umkleide. Ihr könnt so, mit okay. Damen? Oh ja. Damen. Wo ist denn die Duschen? Damen. Ja, wie ist im Schwimmbad? Da durch. Da sind die Ladies. Alter, wenn ich da einen Mittag gekratzt auf der Brust. Oh, Timmy! War ich mit meinem Kratzer? Timmy! Nee, Timmy hatte heute gestern Abend Spaß. Timmy, wer war das gestern? Ey, wer war das gestern? Timmy! Ey, jetzt drop mal die Geschichte. Was sagst du zu meinem T-Shirt? Ha? Was sagst du zu meinem T-Shirt? Geil! Sehr, sehr wichtig. Was ist so dein Rekord an Spritzen? Bachelorball? Ja, ich hab studiert. 12 Stück. 8 davon auf Ex, ich hab gekotzt in der Nacht. Das war aber das letzte Mal. Danilo, was ist dein Spritzrekord? What did he say? Dein Aperol-Spritzrekord. Also Aperol-Spritzrekord. Keine Ahnung. Ich bin nächstes auf dem Trinkfest. Los! Drückt auf! Gib Gas!
Gas! Die Show.